eigentlich möchte ich einen Neujahrsempfang hier machen. Ist aber Neujahr, hast du schon seit Monaten begonnen. Ja, der Katzen. Und grundgenommen ist jeden Tag, wenn wir noch leben, gesund leben, ist ein besonderer Tag. Aber wenn geht, wenn man Zeit hat, soll man den Tag, diesen besonderen Tag, daraus noch besonders machen, so wie heute. Deswegen Valentinstag, Neujahrsempfang und eine gute Kundin, Freundin, aber auch Künstlerin, sie hat heute Geburtstag. Fantastische Sache, besser geht's gar nicht. Ja, das Jahr der Katze, was bedeutet die Katze? Miau. Außerdem? Ich glaube, okay, ich habe eine Katze, sie heißt Coco und sie ist wunderbar, sie ist alles und sie ist positiv, zutraulich, lieb, zart, ruhig, pflegeleicht und Glückstier, ja, Glückskoko. Dann sagen wir das Jahr wieder ein tolles Jahr, das Jahr der Katze. Positiv, vor allem positiv. Wir sollen immer positiv immer denken. Dieses Jahr ist nun mal das Jahr der Katzen und andere Jahre folgen andere Tierzeichen. Egal, was ein Tier kommt, wenn man sagt, positiv denkt und versucht, positiv immer zu leben, dann wird es perfekt, das Leben ist perfekt, weil nichts ist einfach. Gut, und wir starten jetzt ins perfekte Leben mit einem tollen Abend bei dir. Ja, danke. Ich habe, was ich gedacht habe, das mache ich einfach eine Schokoladetorte mit vielen Früchten, weil ich liebe Schokolade und ich liebe Süßigkeiten und so. Und dann ist diese Torte entstanden. Die ist auf der Leinwand, aber es gibt eine richtige Torte auch? Genau, heute wird eine Himbeere Torte. Das ist gemacht vom Festwirt von uns. Und es wird leider keine Kirsche geben, nur Himbeere. Heute ist auch Valentintag und lassen wir uns schmecken. Also für die Augen und für den Gaumen voller Genuss. Genau. Danke dir. Ja, es ist immer schön, wenn man am Valentinstag einen, kann man sagen, Musical-Star vor dem Mikrofon hat. Ja, Musical-Darsteller. Okay. Ja, und natürlich wollen wir jetzt wissen, was ist momentan aktuell? Aktuell am Programm, ich glaube, Rebecca. Das kann man sich anschauen. Falco kommt bald. Und Phantom der Oper. Und gibt es da irgendein Lieblingsstück? Les Miserables, würde ich sagen. Das ist eines meiner Lieblingsstücke, ja. Das ist immer aktuell. Da bei La Honte, das ist ja ziemlich eine bunte Geschichte. Wie gefällt das? Du siehst, ich habe das Gefühl, die Klamotten sind sehr innovativ. Ja. Und er ist ja auch sehr darauf bedacht, auch andere Designer zu unterstützen. Und von daher kann man da sehr viel finden, glaube ich, ja, für sich. Und selbst hast du dich in einen Klimt gehüllt? Ja, genau. Genau, das wurde ich. Das hat er mir vorgeschlagen und mir gefällt das sehr gut. Da habe ich mir gedacht, ich ziehe das gerne an. Werden wir heute was hören von dir? Ja, genau. Also etwas passend zum Valentinstag und auch, weil es ist ja das, in Vietnam ist es jetzt das Jahr der Katze. Und von daher hat sich der La Hong ein Lied gewünscht aus dem Musical Cats. Wie kann es anders sein? Ja. Die Mode im Blickpunkt, sondern auch die Kunst. Ich habe jetzt eine Künstlerin vor mir, die für dieses Bild verantwortlich ist. Was ist das für eine Technik? Das ist eine 3D-Collage aus Papier. Ich mache Zeichnungen, die ich dann immer wieder ausschneide. Und zum Schluss kommt das Ganze auf einen schwarzen Trägerkarton und ich nenne das 3D-Collage aus mehreren Schichten Papier.
So die Entstehung, kommt zuerst die Idee, dass man sagt, ich mache das jetzt, oder kommt das so während des Werkens? Naja, ich habe schon so eine Grundidee im Kopf, was ich zeichnen möchte, und es entwickelt sich halt dann während des Zeichnens, und manchmal überrascht es mich selbst auch, wenn es dann fertig ist, ja. Jetzt sehen wir hier zwei Bilder, sind hier ausgestellt, ja. Aber jetzt gibt es bald eine Ausstellung, wo mehr Bilder zu sehen sind. Ja, das ist richtig. Anfang April gibt es eine Ausstellung von einer mit mir befreundeten Künstlerin und mir. Ich interpretiere ihre Fotos. Claudia Ziegler ist meine Freundin. Ja, und wir stellen in der City Galerie im ersten Bezirk aus. Wunderbar, dann werden wir auf jeden Fall vorbeischauen. Würde mich sehr freuen. Dankeschön. Dankeschön. Jetzt habe ich die Künstlerin hier, die für dieses Mastenbild verantwortlich zeichnet im wahrsten Sinne des Wortes. Was ist so das Besondere? Das Besondere am Malen ist für mich, dass ich aus dem Inneren male. Da ich nur 5-10% Sehleistung habe, male ich nicht, weil ich sehe, sondern aus meinem Inneren. Das innere Auge führt meine Hand. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass das sehr schwer ist. Kann man Farben erkennen bei 5%? Nur hell und dunkel. Also ich sehe es dann breitflächig, ob was grün ist oder blau ist oder weiß oder gelb, tue ich mir schon sehr, sehr schwer. Ja? Also weiß, schwarz, oder diese Kontraste sind sehr gut für mich, die kann ich dann schon erkennen. Ja. Wenn ich mir das Bild mit den Masken anschaue, das ist von der Farbenwahl fantastisch gewählt. Wie macht man das? Das entsteht durch das Innere nämlich, weil ich nicht nachdenke, ob die Farben zusammenpassen, sondern ich greife zur Tube oder zur Farbe nach meinem inneren Gefühl. Ganz interessant. Ich trage es auch auf die Leinwand so auf. Jetzt, wie kommen die Ideen? Also wie entstehen diese Ideen? Also das ist das Bild mit den Masken. Also was für ein Gedanke steht bei diesem Bild dahinter? Das Bild mit den Masken entstand in Corona-Zeiten. Und nachdem ich auch Wirtin bin, habe ich die Zeit genützt und Maske hin und her, das war das große Thema in der Gastronomie, und dadurch entstand dieses Bild. Und bei anderen Bildern, wie entsteht das? Wird einmal gearbeitet und es entsteht aus der Arbeit etwas heraus, oder kommen die Vorstellungen zuerst? Die Vorstellungen sind meistens zuerst hier.